Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beholder. Ja, es ist immer noch Reggie, es ist immer noch ich, leider, es tut mir leid. Zero, wie gesagt, er hat kein Internet, der Techniker kommt am Mittwoch. Ja. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Wir sind ein Hausmeister, der etwas dubiose Stasi-Methoden anwendet auf seine Bewohner. Und, alles Gute, Karl. Ja, gut. Den Typen habe ich schon bequatscht. Mark Ranek. Achso, das habe ich auch schon gemacht. Ja, okay. Aber ich glaube, mit ihr... Habe ich mit ihr schon gesprochen? Hallo! Ja, habe ich auch schon. Ich würde gerne mal wissen, wann der Typ nach Hause kommt. Ich meine, es ist unglaublich, ja, dass... ja, hier kann ich was kaufen. Bis jetzt leider nur Bücher und so ein Mist. Wie gesagt, keine Ahnung. Also meine Family ist hier. Was machst denn du da? Pfeife rauchen? Darf der das? Ja, scheinbar. Okay. Aber ich beobachte alles. Ja, wie gesagt, ich bin der Stasi-Hausmeister. Und ich werde alles mitbekommen. Kann ich hier eigentlich auch... Ne, vielleicht kann ich da auch durch den Türschlitz gucken. Nee, schade. Hier? Nee, auch nicht. Schade. Wirklich schade. Nun gut. Dann wird es aber Zeit, dass ich hier mal meine eigenen Möbel durchsuche. In der Hoffnung, dass der Typ nach Hause kommt, weil ich meine, ich habe nur noch 17 Stunden. Oh, cool. Okay. Ich habe eine Armbanduhr. Dann habe ich hier noch Briefe. Eine Brille und Zahnbürste. Okay. Ja, ganz toll. Ach so, das ist der Wohnungsanschluss. Oh. Ist das ein... Das persönliche Tagebuch eines Mieters? Oh mein Gott. Ja, natürlich nehme ich das Holzblöcke. Damit können Wörter und Schlösser gebaut werden. Den Bürgern ist es nur erlaubt, zwei Sätze zu besitzen. Also lassen sie sehr kurze Wörter und sehr kleine Schlösser bauen. Das ist ja fies. Okay. Okay. Ja, der Typ kommt immer noch nicht. Schweinerei. Wir haben neue Regierungsanordnungen. Ich finde die Verordnung eigentlich immer ziemlich cool. Das Singen vor dem Ministerium für Ordnung ist verboten. Alle Äpfel müssen vernichtet werden. Es ist illegal, sie zu lagern oder zu konsumieren. Also Äpfel sind verboten, Leute. Das Schaffen, was die Schaffung von politischer Propaganda ist verboten. Ja gut, das ist klar. Okay. Tja, wie soll ich Daten über den Typen sammeln? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber warum, warum? Ich habe doch aber rausgefunden, dass der gerne spielt. Was ist blöd? Gibt's doch nicht. Ist doch blöd. Na toll. Also ich habe wahrscheinlich also die ganze Zeit Zeit, bis er kommt. Weil ich... Warum habe ich die Spielwürfel nicht mitgenommen? Ey, du sollst da reingehen. Achso. Oh mein Gott. Schlägt Mitternacht. Hä, wo habe ich denn die... Wo habe ich denn die Spielwürfel gefunden? Puh, Leute. Da sind sie. Ja, dann stehle ich sie halt. Ja, ich aber nicht. Will sie trotzdem stehlen? Willst du mich verarschen? Nu? Warum weiß ich denn jetzt... Ich müsste doch jetzt eigentlich wissen, dass er gerne spielt, oder nicht? Kocht gerne, ja schön. Hä? Verstehe ich nicht. Das muss ich sagen, das verstehe ich wirklich nicht. Was? Okay. Und die nehmen wir mal mit, ne? Freund Blase. Glaube ja wohl nicht. Menü? Da ist nichts.
ich gerade ein bisschen erschrocken. Nö. Hm. Keine Ahnung, also es gibt nicht mehr, was ich hier entdecken könnte. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Nicht, dass der Typ jetzt nach Hause kommt. So, nu? Nö, kommt er aber nicht. Hm. Finde ich komisch. Oder muss ich das irgendwie, keine Ahnung, muss ich das da reinmachen? Gesammelte Beweise. Ja, ich hab doch hier. Hm. Ich kann nicht mal das Tagebuch lesen. Okay. Also ich würde sagen, wir haben gleich unsere Aufgabe verkackt. Ich kann ja mal da oben reingucken. Vielleicht ist er ja irgendwo drinne. Nö. Hm. Ist hier jemand drin? Nö. Okay. Ja, der wartet hier auf den Bus. Cool. Hm. Ich bin gespannt, was passiert. Leute. Ich hab da Daten gesammelt. Ist das Wetter? Nu? Verbrechen und Strafe. Gehen Sie ans Telefon. Okay. Ganz ehrlich, ich weiß doch nicht, was ich machen soll. Jetzt schimpfen Sie mich wahrscheinlich gleich aus. Sie haben Ihre Aufgabe nicht erfüllt. Referenzhörer abnehmen. Notruf, Ministerium. Das Ministerium für Ordnung ist hier. Sie haben versagt, Kamerad Karl. Ja. Ihnen wurde eine Verwarnung und ein Bußgeld über 250. Ja, cool. Wenn Ihr Konto unter Null fällt, werden Sie gefeuert. Beginnen Sie Ihre Aufgabe. Hm. Ja, aber da war ja gar nicht zu Hause. Hä? Hm. Komisch. Jetzt kommt er nach Hause, oder was? Ich glaub's ja. Hm. Oh. Was wollen Sie? Natürlich bekannt machen. Wer sind Sie? Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Karl und ich bin der neue Hausmeister. Habe ich einen Wettbewerb mit einem Titel, wen interessiert es? Wer der neue Hausmeister ist, gewonnen? Was? Ihre Geschäfte sind mir egal. Okay. Warum spionieren Sie hier herum? Haben Sie nichts Besseres zu tun? Es ist meine Pflicht, mich um das Haus zu kümmern. Sehen Sie sich vor, Ihre Familie könnte etwas Schlimmes zustoßen. Aber doch nicht meine Familie. Daily News. Tod durch Nadel. Oh Gott. Der Sohn des Leiters der Gewerkschaft für Bergarbeiter wurde bewusstlos aufgefunden, nachdem Verbrecher ihn laut Berichten mit Drogen vollgepumpt hatten. Derzeit wird er im Krankenhaus behandelt und rehabilitiert. Das Ministerium für Ordnung rät den Bürgern, aufmerksam zu sein und jegliche Handlungen bezüglich der Herstellung und Verbreitung von Drogen anzuzeigen. Bedenken Sie, Ihr Kind könnte das nächste Opfer sein. Wahrscheinlich hat der Junge sich die Drogen einfach selber gespritzt. Habt ihr schon mal daran gedacht, Leute? Jetzt habe ich nicht gesehen, wo der Typ rein ist. Verdammt. Mach Luki Luki, komm. Wir spionieren ihn aus. Ist ja schon wieder weg. Nein. Auf zu spionieren. Da kommt ein Typ. Da kommt ein Typ. Hm. Hm. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt die ganze Zeit nichts herausfinde über niemanden. Ach, da ist er. Ah. Hallo, Typ. 42 Stunden, ey. Oh.
kann ich denn... Was ist das? Mal gucken. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ja. Anordnung der Regierung. Ah, eine neue, okay. Bericht schreiben. Profil eines Mieters erstellen. Okay, Herr Frau Manisek lebt in Wohnung Nummer 2. Geschlecht, männlich, Familienstand, wohnt alleine, Beruf, arbeitslos. Ah, cool. Verordnung neue. Die Verwendung der von fremder Währung ist illegal. Okay. Aber ziehen Sie gesammelt... warte mal. Aber ich habe doch meine ganzen Sachen gar nicht hier. Bewegen Sie Beweise, die Sie gesammelt haben, in das Feld. Ah, okay. Das heißt... Ah, das... Ja, alles klar, Leute. So, das heißt... Oh mein Gott. Da, er tut was. Ist die Frage, was er tut. Mal gucken. Aber... In einem Drogen... Ah, ich muss das also anklicken. Alles klar, Leute. Alles klar. Ja, genau. Ah, nee, er stellt Drogen... Oh mein Gott, er stellt Drogen her. Okay. Immerhin. Ach, das war der einzige Beweis. Na gut. Dann können wir jetzt über ihn berichten. Wie das andere funktionieren hätte sollen, keine Ahnung. Bericht schreiben. Ja gut, jetzt kann ich das alles natürlich nochmal machen. Wohnung Nummer 2. Oh Gott. Was? Okay, was? Ach so, ach da, ah, das Herstellen von Drogen ist illegal. 6041. Also er hat, ach nee, hier Bericht schreiben. Alles klar. Also muss ich mir sogar noch die Nummer merken. Krass. Von? Weiß nicht. Gesammeltes Material. Das da. Cool. Stellen Sie sicher, dass Sie jede Lücke richtig ausgefüllt haben und klicken Sie anschließend auf Senden. Vorsicht ist gegeben, für Fehler gibt es Bußgeld. Okay. Ich hoffe, das Datum ist richtig. Bericht über Mieter Jakob und man gesendet, die Polizei geht die Wohnung und um sie zu inspizieren. Okay. Yeah, jetzt geht's los, jetzt kommt die Action. Oh mein Gott! Ja, genau, das ist nämlich das, was ich meinte. Also, es ist schon ziemlich krass. Wir werden einfach zum Boden geprügelt. Auf dem Boden liegend nochmal ordentlich gegengetreten. So richtig schön, was? Ah, shit. Ich hätte mich jetzt noch zu was entscheiden können. Ob ich jetzt traurig bin oder nicht. Ach so, nee, hä? Ah, nee, das waren die. Ah, die er prügelt und er heult. Ja, logisch. Ah, guck's ja an, ja? Wie er ihn immer nochmal haut. Krass. Oh Gott. Staatsdiener. Tja, Typ. Ich muss sagen, es ist schon ziemlich brutal, nicht? Boom, ich hab's geschafft. Apartment 2 reparieren. Mieter für Apartment 2. Ah. Was, kein großer Dealer? Keine Ahnung. Nicht schlecht. Muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde dieses Spiel irgendwie cool. Es macht irgendwie Spaß, ne? Nach der Festnahme von Manisek muss ich das Apartment reparieren und einen neuen Mieter finden. Okay, Belohnung, nicht schlecht. Tja, da wohnt jetzt keiner mehr. Bevor ich es reparieren kann, muss ich allerdings irgendwie Sachen loswerden, glaube ich. Weil ich nämlich nicht genug Geld habe, das zu reparieren.
Ja, warum nicht? Krass. Achso, und das heißt also, wenn ich hier jetzt bin und sehe, dass irgendjemand was macht, kann ich da auch raufklicken. Okay, das Ministerium der Wahrheit hat ein erhöhtes Interesse an philosophischen Büchern festgestellt. Darunter Werke von Paul Williams, der vor einem Jahrhundert starb. Seine Schriften beschreiben veraltete Ideen, die erwiesenermaßen unrealistisch sind. Und doch bleiben sie in den Köpfen der Menschen. Das Ministerium glaubt, dass die Vorstellung einer Gesellschaft ohne Regierung, in der die Menschen freie Entscheidungen treffen können, gefährlich ist und diese in all ihren Formen zerstört werden sollte. Ihr seid gar nicht brutal. So, was kann ich denn hier verkaufen? Weil vielleicht kann ich ja auch irgendwas verkaufen oder so. Weil ich meine, den ganzen Schmuh, den braucht doch keiner. Genau, Verkauf, sag ich doch. Ah, alles klar. Warte mal, der gibt mir mehr, als ich dafür bezahlt habe? Okay, also er nimmt auch ganz schön viel. Krass. Weil ich meine, immerhin, ne? Ich hab mich gerade erschrocken. Vermieten. So, Aloysius Spack. Alter 47. Warum heißt er mit Nachnamen Spack? Berühmter Herzchirurg sucht Wohnung auf Langzeit. Anstand garantiert. Was haben wir denn hier? Jonas Popanedo. Kohlenschiff Bootsmann Alter 40. Möchte eine Kammer für ein paar Wochen mieten. Nö. Ich will den da. Ein paar Wochen. Spinnt wohl. Rufen Sie das Ministerium an, um den Abschluss der Aufgabe mitzuteilen. Ja, nice. Okay. Neue Verordnung. Importiertes Mineralwasser verboten. Okay, es ist illegal, Bücher von Paul Williams zu lesen oder zu besitzen. Oh mein Gott. Referenz die Nummer wählen. Eine Aufgabe. Genau. So. Glückwunsch, Ihre Aufgabe war ein Erfolg. Als Belohnung werden wir folgende Summe auf Ihr Konto überweisen. 1000 Dollar plus 250 Reputation. Cool. Bedenken Sie... Was? Wieso habe ich jetzt auf einmal 2000? Wer weiß. Bedenken Sie, wenn Sie einen Anruf des Ministeriums für Ordnung verpassen, erhalten Sie ein Bußgeld. Sie müssen sich zu jeder Zeit in Ihrer Wohnung befinden und den Hörer des Telefons abnehmen, wenn es klingelt. Selbst wenn sie sterben. Verstanden? Okay. Sie sind den, was? Den Gesetzesbrecher losgeworden. Holen Sie jetzt die Meinung Ihrer Mieter über Schimmer ein. Über Schimmer? Finden Sie raus, was andere Leute über ihn denken. Dokumentieren Sie seine Charakteristiken, nachdem Sie mit der Umfrage fertig sind. An die Arbeit. Okay. Vertrauen und Fürsorge. Mit der Ehefrau sprechen, Tochter und Sohn. Okay. Mit Schimmers. Ja, gut. Ich glaube, meine Familie schläft. Cool. Ich habe für beides nur 48 Stunden Zeit. Krass. Nicht schlecht. Ja, gut. Auf jeden Fall haben wir hier einen neuen Mieter. Da ist sogar schon eine Kamera drin. Das ist sehr praktisch. Jetzt haben wir den... Ach so, das sind die... Ja, okay. Erpresserbrief. Was? An. Wie geil ist das denn? Cool. Ich kann also die Mieter erpressen. Wenn sie nicht wollen, dass die Polizei davon erfährt, legen sie 2000 Euro in den Blumentopf am Fuß der Treppe. Cool. Geil. Nice. Nice, 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 nice. Finde ich cool. So ein richtiges Spionagespiel. Ich glaube, man kann auch so richtig schön fies sein, ne? Was? Wie, du willst nicht mit ihm reden? Warum willst du nicht mit ihm reden? Was ist, Karl?
Heimische Probleme? Welche Probleme? Ich brauche Hilfe, Liebling. Ich kann keinen Kochtopf finden, der groß genug ist. Ich habe überall gesucht, aber keine Ahnung, wo sie sein könnte. Vielleicht hat es jemand gestohlen. Sollen wir die Polizei rufen? Die Polizei wegen eines alten Kochtopfes rufen? Denk gar nicht erst daran. Du musst es in unserem alten Haus gelassen haben. Okay, wenn du meinst, kennst du die Mieter nach einem Kochtopf fragen? Hoffentlich würden sie den neuen Hausmeister nicht ablehnen. Ich werde Kompott für Martha kochen und sie zurückbringen. Gut, ich frage die Nachbarn nach einem Kochtopf. Ja, okay. Dann können wir ja gleich noch mit dem Sohn reden. Hallo, Sohn? Sohn? Bam, bam, bam. Hallo, Sohn. Ja, genau, du hast nämlich auch noch Probleme. Ja, Vater? Brauchst du etwas? Ich habe ein Problem, Vater. Was möchtest du? Die Wirtschaftskurse haben begonnen und uns werden eine Liste von Büchern zum Lesen gegeben. Die Bücher, die ich für die Schule brauche. Ich war im Buchladen, aber sie haben diese Bücher nicht. Ich habe gehört, dass es auf dem Markt Gebrauchte gibt, aber die kosten ein Vermögen. Kannst du deine Freunde fragen? Vielleicht hat jemand, den du kennst, diese Bücher. Du sprichst mit klugen Menschen. Ich überlege, was ich hier für dich tun kann. Okay. Okay. So, wir lernen erstmal unseren neuen Mieter kennen. Wer ist das für ein Typ? Hallo! Kennenlernen. Ich bin hier, um mich vorzustellen. Ich bin Karl, der Hausmeister. Es ist mir eine Ehre. Mein Name ist Dr. Aloysius Spack. Ich bin ein Arzt. Sie müssen von mir gehört haben. Die ganze Stadt hat das. Bin ich ehrlich unhöflich? Ja, komm, ich bin unhöflich, Hausmeister. Wirklich? Sie sind gerade hier angekommen? Und wofür sind Sie berühmt? Eigenlob stinkt. Ich habe nur meine Pflicht getan. Aber angeben war, sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie etwas brauchen. Och, was für Probleme sollte ich haben? Nichts. Sie haben so viel zu tun. Okay. Ja gut, wir können ja mal noch. Lieber Karl, ich bin froh, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen und wie geht es Ihrer Familie? Alles ist gut. Danke, ich wollte gerne... So viel Freude. Das ist eine Seltenheit heute. Ich beruhige mich schon. Aloysius. Was? Ich möchte über Folgendes reden. Aloysius... Sie können nicht für die ganze Welt sorgen. Der Staat kümmert sich um uns. Wegen ihres Nachbarn. Aber nein, ich sorge mich weiter um unsere Nachbarn. Ich meine, um alle Menschen. Wissen Sie was? Oh, Entschuldigung, ich habe mich verplaudert. Worüber wollten Sie mit mir sprechen? Über Klaus Schimmer aus Wohnung 1. Gott, ey, was für ein nerviger Typ. Warum habe ich ihn als Mieter akzeptiert? Ich bin gerade erst eingezogen. Ich habe noch nicht alle meine Nachbarn kennengelernt. Ich bin mir sicher, dass sie alle gute Menschen sind und ihr Straußhieler ist auch ein guter Mensch. Was? Klaus Schimmer. Natürlich. Wenn der liebe Herr Schimmer doch nur weniger rauchen würde. Oh. Rauchen ist tödlich. Okay, Klaus Schimmer ist also ein Raucher. Ulala, gut zu wissen. Cool. Oh, das ist geil, ich kann ihn schon beobachten, ne? Ach so, ja, genau. So, ich möchte einen Kochtopf borgen. Wir können ja mal da klopfen. Komm. Geh mal klopfen, frag mal nach einem Kochtopf. Oh, ich hatte an der Tür geklopft. Ja, hallo. Ich möchte gerne mit Ihnen sprechen. Hallo! Nach dem Kochtopf fragen. Ich möchte Sie um etwas bitten. Können Sie mir Ihren Kochtopf leihen? Meine Frau will Kompott kochen, aber unser Kochtopf ist beim Umzug verloren gegangen. Ich habe einen passenden Kochtopf. Hier, bitte. Ja, ich habe einen Kochtopf. Danke, wir bringen Sie zurück. Geh weg. Das ist nicht nötig. Mein Mann und ich leben alleine und wir... Was? Fassen das nie an. Nehmen Sie das bitte als ein Geschenk zum Einzug. Oh, wie nett. Oh, die ist ja voll nett. Nach dem Mann fragen. Wie geht es Ihrem Mann? Er schien verstimmt zu sein.
Er fühlt sich nicht gut. Er hat ein Paket mit einer Filmspule bekommen. Was? Klaus fotografiert gerne. Er wird ihn... Das wird ihn aufheitern. Okay. Was? Ach so, mit... Die sind hier, glaube ich, hier, ne? Ja gut, geht ja bloß noch. Ist ja bloß noch die einzige Wohnung. Aber es ist cool, dass ihr jetzt weg seid. Wobei, ich habe keine Kamera mehr. Ach, scheiße. Verdammt. Gucke, sie kommen auch schon zur Tür. Also so kann man am besten herausfinden, ob die Mieter zu Hause sind oder nicht. Hallo, Rosa. Schönen Nachmittag. Bekannt machen. Ach so, ich kenne ihn noch gar nicht. Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Karl. Ich bin der neue Hausmeister. Ups, ich dachte, das wäre die Rosa. Ich heiße Rosa Rannick. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Sie haben meinen frechen Mann bestimmt schon kennengelernt. Wir haben auch einen Sohn, er ist genau wie Sie, aber er wohnt in der Hauptstadt. Wow. Okay, die hat sehr viel zu erzählen. Also typisch für so eine alte Frau. Nach Klaus Schimmer fragen. Ich wollte Sie nach Klaus Schimmer fragen. Macht er Ihnen Probleme? Was? Er ist ein integrer Mann, was? Er hat mir geholfen, eine schöne Flasche des Xeres-Wein zu besorgen. Er ist ein Weinexperte im Gegensatz zu meinem Opa. Ruhig, ein Weinexperte. Ja, gut zu wissen. Schönen Nachmittag. Das habe ich schon nach Sohn fragen. Na komm. Unser lieber Junge ist ein Chef geworden. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Er ist wirklich schon sehr lange hier. Na gut. Mark hat sein ganzes Leben lang im Archiv gearbeitet. Er mag seine Arbeit. Er ist mit viel Papierkram beschäftigt und hat nur wenig mit anderen Menschen zu tun. Er verbringt den Urlaub mit seiner Angelroute. Ja, cool. Danke. Komm mal her. Komm mal her. Was möchten Sie von dem Archivvater? Kochtopf habe ich schon nach aktuellsten Neuigkeiten fragen. Was? Irgendwelche Neuigkeiten? Das Verteilungsministerium arbeitet an einem Plan für das nächste Jahr. Die Menschen sagen, die Quoten für höhere Bildung wurden reduziert. Der größte Zweig ist Bergbau. Studiert Ihr Sohn auch Bergbau? Was? Ja, er würde an die Bergbauhochschule geschickt. Aber wir haben einen Platz an der Universität für ihn sichergestellt. Er wird Ingenieur. Sie sind ein richtig guter Fang. Okay. Aber liebe Leute, ich würde sagen, ich mache hier einen kurzen Cut. Ja, leider mitten im Gespräch, weil ich nicht weiß, wie lange das jetzt noch dauert. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Tschüss.